euphorisch, denn er injiziert ihr eigenes Gift. Die Innereien der Schlange verflüssigen sich, sodass die Spinne sie aufsaugen kann. Wenn diese riesigen Spinnen auf der Jagd sind, ist es gut, ihnen aus dem Weg zu gehen. Das sind die Puris, Tafelberge in Venezuela. Sie sind bis zu 3000 Meter hoch und die Heimat einer einzigartigen Tierwelt. Wie der Kieselkröte. Sie ist nur 2,5 Zentimeter groß, hat keine Giftzähne und kann kaum hüpfen. Der perfekte Snack für hungrige Vogelspinnen. Aber sie hat eine radikale Verteidigungstaktik. Bei Gefahr stürzt sie sich in die Tiefe. Kieselkröten sind die Stuntmen unter den Tieren und so leicht, dass sie sich nicht verletzen, wenn sie von den Felsen abprallen. Die zähe kleine Kröte überlebt Gefahren unverletzt. Die hungrige Vogelspinne muss sich eine andere Beute suchen.